So, da sind wir wieder. Und der Gerugon aus der Vergangenheit war so lieb, mich mit dieser Falle hier allein zu lassen. Aber gut, es muss ja nicht unbedingt eine Falle sein. Vielleicht können wir ja auch einfach das werfen und weggehen. Ja, der Stein hat nicht gereicht. Okay, noch ein Stein. Platte ist schon mal gedrückt, aber der Stein rührt sich nicht. Okay. Komisches Ding. Na gut, was kannst du aufgemacht haben? War das schon vorher offen? Schauen wir einfach mal. Ah. Ja, man merkt, ich habe zu lange Grimrock gespielt. Ich wollte schon wieder rechte Maustaste auf das Schwert drücken. Na komm, bleiben wir bestimmt im Nahkampf. Wir haben noch genug Lebenspunkte und Mana. Und irgendwie kommt der eh nicht dazu anzugreifen. So. Eine Fallgrube und überall flackernde Wände. Okay, überall ist übertrieben, aber direkt bei der Fallgrube. Da gucken wir doch mal rein. Wo ist unser Windzauber? Da ist der Windzauber. Es kann gut sein, dass das so ein Special ist für diejenigen, die die Quest gemacht haben. So wie wir halt. Dass sie den da abkürzen können. Und alle anderen hätten irgendwie die Fallgrube anderweitig deaktivieren müssen. Okay. Gucken wir erstmal auf die andere Seite. Hm. Auf beiden Seiten ist das gleiche. Nämlich eine Druckplatte und ein Gegner. Hm, na gut, wir haben noch genug Steine. Also gucken wir einfach mal, wie viele er braucht. Zu viele. 3, 4, 5 und reicht immer noch nicht. Oder sind die unter uns gelandet? Nö, 5 Steine reichen nicht. Was ist das für eine doofe Druckplatte? Ja, komm, das Schwert kann auch drauf. Wir haben jetzt nicht mehr kleine Steine, oder wie? Die Druckplatte mag ich nicht. Na gut, sacken wir alles wieder ein. Und bringen einen Gegner hier um. Ah, schon wieder rechte Maustaste. Ah, der Zauber geht weg und wir können trotzdem angegriffen werden. Das ist ja auch ärgerlich. Also ja, es ist schon gut, dass wir einen Krieger genommen haben. Und das war nicht geplant im Training. Also zum einen, weil wir jetzt genug Stärke haben, überhaupt das ganze Zeug mitzuschleppen. Als Magier hätten wir durchgehend unser Inventar sortieren müssen. Und zum anderen kriegen wir gerade richtig einen auf die Nase. Wo ist unser Heilzauber? Stock, 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 da Stock. Und zum anderen ist das Magiesystem ein bisschen komisch bei manchen Gegnern. Ich kann mir das richtig gut bildlich vorstellen. Der kleine Magier, weil er war ja wirklich ein Zwerg, spricht da irgendeinen super langen Zauber und in der ganzen Zwischenzeit haut ihm Gegner mitten ins Gesicht rein, weil der Gegner halt buggy ist. So, ein Heiltrank, permanenter Magietrank, den nehmen wir mit und sonst nix. Gut, dann speichern wir mal, speichern wir mal richtig ab. LP 67a und alles unter 50 wird wie immer neu geladen. 48 ist unter 50. Oh, warum wird das 67 genannt? Ups. Ah, 61 ist schon besser. Und jetzt überspeichern wir das nochmal mit 68a. Weil zweimal 67 sieht doof aus. So, das heißt, auf dieser Seite von der Fallgrube war eigentlich nur was Optionales mit der Mana-Trank. Das heißt, wir gucken, ob das irgendwas gemacht hat. Nö. Und die Granitblöcke haben wir keine mehr wirklich über, oder? Wir haben einen. Nee, den will ich nicht verschwenden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also, Windzauber, gucken wir auf die andere Seite, was da so ist. Da ist der Windzauber. Und es hat ganz knapp gereicht.
Ja, wir sollten demnächst entweder zu einem Mana-Altar oder ich eine kleine Pause machen. Hier ist auch wieder nur ein Gegner und eine Kiste. Das heißt, wir sollten schnell die Kiste plündern und dann über die Fallgrube weiter in den Dungeon rein. Weil noch ein Luftzauber können wir nicht sprechen. So, Truhe auf. Eine Eisenmarke, das ist schon mal sehr gut. Eine Blockfigur, das ist noch besser. Ein Amulett des Schutzes klingt auch toll. Schön, schön. Also, weg hier. So rum, so rum, so rum. Ach nee, jetzt ist der Zauber weg. Ich habe schon vorwärts gedrückt. Gucken, was passiert. Ja. Das war doof. Also ja, doppelt doof. Zum einen war es doof, dass der Zauber genau in dem Moment weggegangen ist. Zum anderen war es doof, dass ich nicht genug Lebenspunkte habe, um den Fall zu überleben. Also, wo ist der Luftzauber? Da. So, nochmal. Und jetzt ignorieren wir einfach den Gegner. Genau, dich ignorieren wir. So, da wieder rauf, da rum und jetzt links rum. Druckplatte und noch eine Druckplatte. Mir schwant Übles. Also auslösen können wir sie hier gerade nicht, weil wir schweben. Aber ich denke, wir werden alle unsere Steine hier lassen müssen. Oder die neue, oder den neuen Granitblock. Aber dass die so viele Blöcke da mal haben wollen, um das auszulösen, das finde ich echt albern. Das ist schon fast so, als wenn wir jetzt in die ganzen Starter-Dungeons zurückgehen müssen, nur um die Steine aufzuheben, damit wir die Druckplatten auslösen können. Komm. Die löst es wenigstens aus. Und jetzt gehen da Gänge auf. Na gut, wir müssen unbedingt dran denken, unbedingt dran denken, unbedingt dran denken, den Sack wieder aufzuheben. Weil da ist unser ganzer magischer Krimskrams drin. Was haben wir hier? Eine Dreifachschlag. Was machst du denn? 2d20 Schaden. Treffer bewirkt dreifachen Schaden. Also 6 bis 60? Das glaube ich doch irgendwie nicht. Wäre definitiv besser als unser jetziges Schwert. Das probieren wir nochmal aus. Und noch ein Heiltrank. Und noch ein Heiltrank. Schöne Sache. Auf der anderen Seite. Auch eine Kiste. Hä? War dann Dreher? Westen? Westen? Osten? Westen? Zwei Dreher. Drei Dreher? Oh ne, das ist nur eine Drehplattform. Stopp. Oh, Mann, 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 ich hasse die Dinger. So, Süden. Das kann ja spaßig werden. Hier muss was Tolles hinter sein. Kiste und Heiltrank, eine Eisenmarke, das ist schon mal sehr gut. Davon brauchten wir 4 Stück, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe mal, die anderen sind ein bisschen weniger nervig zu bekommen, als hier durchgehend in die falsche Richtung gedreht zu werden. Ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht schlimm, aber kriege ich hier einen Drehwurm bei der ganzen Sache? Es gibt bestimmt irgendeinen Trick, wie man die austricksen kann, aber ich finde die nicht. Ich lenke einfach gegen und drücke gegen und dann... Vor allem, guck mal, ich kann jetzt einfach hier stehen bleiben. Dann wäre ich die ganze Zeit schön gedreht. Das ist die eine Art von Dreher. Dann gibt es noch einen anderen, der dreht mich nicht visuell, sondern er teleportiert mich einfach in die verkehrte Richtung. Also, es ist auch ein Dreher, aber halt, man sieht die Animation nicht. So, ich mache jetzt ein Feld nach Osten. Ein Feld nach Osten. Da war der Dreher. Und auch gleichzeitig eine Bewegung zurück. Also ich muss rückwärts. Ich würde richtig gern strafen können. So. Also mein Plan ist, hier ist der normale Dreher. Dahinter ist der Teleportationsdreher. Das heißt, ich muss hier in die Richtung gehen und dann gleich rückwärts gehen. In die Richtung gehen und gleich rückwärts gehen.
Okay, wir sind anscheinend raus. Ja, gibt nichts Interessanteres, als zu sehen, wie ein Typ sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Also, wir schnappen unseren Sack. Dadurch sind die Wände wieder zugegangen. So weit, so gut. Und was macht denn die Druckplatte hier? Oh, der Sack reicht nicht. Ist immer noch derselbe Sack. Du machst anscheinend gar nichts. Hm, na gut. Soll ja auch solche Säcke geben, die gar nichts machen. Stein kommt mit. Hier war noch irgendwo eine Pfeilgrube, oder? Ja, da. So, das heißt, wir müssen jetzt zurück zu den ganzen Teleportern. Da brauchten wir die 4 Marken und da brauchten wir irgendeinen Schlüssel anscheinend. Haben wir irgendwelche Schlüssel dabei? In unserem Chaos sieht man das nicht wirklich. Aber ich glaube nicht. Was war das eigentlich für ein Schutzamulett, das wir gefunden haben? Verringert Nahkampfschaden um 10%. Gekauft. Dann sind wir jetzt bei 10, 60, 70, 70% Verringerung. Ja, ist doch ordentlich. Steine nehmen wir alle mit, denn es gibt hier viel zu viele Druckplattenrätsel. Oh, da ist sogar ein Brocken. So, hier wollen wir nicht. Wir wollen zurück zu den Teleportern. Und ja, wer hätte das gedacht, dass ich sowas jemals sage? War das schon vorher da? Und ja, wer hätte gedacht, dass ich sowas sage? Oh, war hier noch irgendwas? Noch ein Teleporter. Wir sind bei D. Also, Notiz. E. Hm. Okay. Wir haben uns gerade hinter die Tür teleportiert, die ich eben noch meinte. Also hier ist E Ausgang 1. Und da müssen wir anscheinend irgendwas rauflegen. Gut, dass wir die Steine gerade aufgehoben haben. Auch wenn wir wieder übles schwant, eine halbe Stunde Inventar klicken, um ein paar Steine auf den Boden zu legen und dann reichen sie nicht. Wir hätten definitiv die ganzen Granitblöcke, also diese magischen, am Anfang aufbewahren sollen und nicht für irgendwelche Kinkerlitzchen verbraten. Nein, nicht hauen, das bringt nichts. Immer noch nicht. Das magische Schwert würde ich ungern rauflegen. Wir können den Hammer rauflegen. Ah. Irgendwie haben die Zwerge das mit dem Gewicht. So, na gut, wir machen wieder den hier, merken uns, da ist der wichtige Sack, da ist der wichtige Sack. Und gucken einfach, ob wir hier irgendwas kurz abstauben können und dann wieder zurück den Sack nehmen und gut ist. Denn eigentlich müssen wir nur die 4 Eisenmarken finden. Dann hoffe ich einfach mal, dass der schwarze Grieskram schön hinter der Tür ist. Denn ich bin echt gespannt, wie das mit der Kiste ablaufen wird. Na komm. Ah, das mit dem dreifachen Schaden kann ich so nicht unterschreiben. Vielleicht, wenn wir in der einen Hand das, in der anderen Hand das, dann dreifachen Schaden? Nee. Komisches Schwert. Noch. Die wollen wir doch veräppeln hier. Okay, was haben wir in der Schatztruhe? Unser Questzeug. Das wiegt fast gar nichts, das bringt nichts. Was haben wir hier drin? Auch Questzeug. Na gut. Questsack 1, Questtruhe 2. Und es ist immer noch nicht genug. Okay, wir haben 2 Steinblöcke. Wollen wir die benutzen? Ungerne. Ja, wir haben nicht wirklich eine Wahl, ne? Was ist mit der Rüstung? Wie viel wiegt die? 40 Kilo. Dürfen dahinter bloß keine Gegner sein. Ich stelle mir gerade vor, man spielt einen Magier und der ist ja so klein und hat ein Fliegengewicht. Und der stellt sich auf die Druckplatte und nichts passiert.
Ja, sorry, das war gemein. So, okay, Granitblock. Und Rüstung wieder anziehen. Und ich habe schon wieder rechts geklickt. Okay. Klicken wir mal. Juhu, ein Teleporter. Nee, du darfst erstmal da bleiben. Wir haben noch genug andere unmarkierte Teleporter. Oh, Magiestufe, okay. Und wir sind anscheinend raus aus dem Feuerwerk. Und jetzt hier bei diesen Eisschollen auf dem Weg zu dem Amboss der Dämmerung. Da wollen wir aber gar nicht hin. Also gehen wir da rein. So, und jetzt speichern wir erstmal ab und ich regeneriere die Mana hoch. Und dann sammeln wir schön wieder alle unsere Sachen ein. So, ich wollte Schild in die Hand und abspeichern. LP 69 müsste das jetzt sein und es ist immer noch die alternative Zeitlinie. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denne.